Wir sind hier in Wildenloh, ja, im Wald. Dort geht die Sage um, dass vom Förster, der hier ansässig ist, drei Schattenwesen immer gesehen werden, von drei Leuten, die hier ermordet wurden und verscharrt wurden. Okay, dann wollen wir mal gucken, ob wir die vielleicht treffen heute Abend. Ja, besser wäre das. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Paranormal Wilhelmshaven. Heute begleiten wir Birte, Jenny und Gordon in Oldenburg. Mit dabei ist heute Jörg von Das Geistercafé. Es geht heute in den kleinen Bürgerbuschweg in Oldenburg nahe der Alexanderstraße. Und auf der linken Seite, in einem kleinen Waldstück versteckt, steht es. Das Fliegerdenkmal ohne Namen. Das Ehrendenkmal besteht aus einem 14 Meter hohen Obelisk. Und der Unterbau trägt an der Vorderseite die Gedenktafel und an den anderen drei Seiten ein Sandsteinkreuzträger. An allen Seiten befinden sich Symbole des Schwertes und der aufgehenden Fliegersonne. Die NS-Zeichen wurden mittlerweile entfernt. Es handelt sich hierbei um ein Ehrendenkmal der Fliegerstaffeln. Auf der Vorderseite ist zu lesen, den gefallenen Helden, der im Weltkriege 1914 bis 1918 in Ahlhorn, Wildeshausen stationierten Luftschiffe L31, 32, 39, 43, 44 und 50 zum Gedenken. Die Rückseite trägt die Aufschrift den toten Fliegern. Zu Propagandazwecken wurde das Ehrendenkmal nicht in Ahlhorn, sondern zeitgleich mit dem Flughafen in Oldenburg am 20. August 1933 eingeweiht. Der Entwurf stammt vom Regierungsbaumeister AD Studienbaurat Dr. Biebel. Der Vorschlag für den Standort kam vom Oberbürgermeister Dr. Rabeling. Seit Anfang der 90er Jahre berichten Anwohner, dort des Öfteren Schatten und mysteriöse Geräusche zu vernehmen. Ein Statement von dir vielleicht? Wir befinden uns heute auf einer kleinen Exkursion und in Oldenburg. Einmal ein bisschen außerhalb von unseren eigenen Gefilden. Und wir gucken uns heute mal ein paar Locations an und schauen mal, ob da jemand was mit uns zu tun haben möchte. Genau. Da
Birte. Hallo Birte. Hi. Und Jörg vom Geistercafé ist auch mit von der Partie als Fremdenführer quasi, weil wir uns ja hier nicht auskennen. Da. Okay. Den toten Fliegern. Er möchte also nichts sagen. Nee, alles was gut. Soll ich denn sagen? Moin! Ja, genau. Wie man das sehen kann. Ja. Ja, hat geblitzt. Geh mal da rein, blitz raus. Er kann sich gut verstecken und blitzen. Ich wollte die Leute mit ärgern, wenn ihr gleich immer vorbeikommt. Die fängt an zu melden. Irgendwas habe ich gehört gerade. Mhm. Hallo, stehen bleiben. Halt, stehen bleiben. Hat er gesagt? Ja. Wen meint er jetzt? Dann kannst du mal sehen, was hier gesagt wurde. Wenn er fertig kalibriert, was stehen ja. Gesagt wurde. Okay. Er sagte gerade, halt, stehen bleiben. Okay, dann laufen. Ich glaube, ich habe nicht verstanden. Ich auch nicht. Er sagt auf jeden Fall halb stehen bleiben. Okay. Das finde ich dann so ein Denkmal schon ja, passend. Auf jeden Fall interessant. Ja, aber er kann ihn dritt machen. Das dauert noch ein bisschen. Ja. Ja, die Meldung kommt zwar, werden aber noch nicht dann aufgezeichnet, ne? Nein! Hey, jetzt mal ganz ehrlich, ist meine Batterie schon leer? Von? Ja, das kann sein. Den Batteriekoffer hat Danny. Das sind doch die Akkus vom letzten Fotografieren. Danny, wo hast du Batterien? Im Rucksack ist das gute Fach. Diskutieren. Diskutieren, ja. Wir sind gerade am Diskutieren, das stimmt. So, ich habe jetzt parallel auch mal ein Diktiergerät mitlaufen. Ja. Wir sind jetzt gerade. Ich würde sagen, am Aufbauen würde ich es nennen. Hat er jetzt gesagt? Sehr witzig. Ja. Sehr witzig. Ist da jemand ironisch? Bonnie? Ja. Welche, sind das diese hier? Ja, genau. Den leeren gib mir mal. Ich packe die leeren ja mal in meine Tasche. Damit man nachher nicht durcheinander kann. Genau. Aber ich glaube, ich werde mal hier auch eine Box anschließen. Ja. Gibt es nicht auch eine Spirit Box App oder so? Ja, es gibt sowas ähnliches von. Schießen. Ja, es gibt sowas ähnliches. Ich weiß gerade, wie die heißt. Die habe ich hier. Ghost Tube heißt die. Ghost Tube? Mhm, genau. Okay, ich bin wieder voll. Aber die sind auch manchmal sehr schwer zu verstehen hier. Sind hier ehemalige Soldaten? Oder sind hier Soldaten anwesend? Meine Bande? Oder meine Bande. Er schreibt noch nichts, weil er noch kalibriert. Ja, dann warten wir noch eben ab. Ja. Ja, ich würde sagen, ich habe auch noch Equipment hier im Rucksack kurz. Wolltest du den mal eben nehmen? Ja, schön. Wenn man hier oben anfasst, das ist ein bisschen oder. Ich habe noch Diktiergerät laufen lassen. Noch mit? Bewegungsmelder habe ich noch mit, noch eine Kamera, also Lampen zum, auf den Boden legen, den REM-Pod, ja, und diese Wünschkassetten. Mhm. Würde ich dann später mal ausprobieren.
kann ich mir die Bilder hier angucken. Sorry. Bitte? Nee. Ja, das ist voll für Amazon. Ja, die Meldungen, die hier zurückkommen, die lassen wirklich auf Soldaten schließen. Ja, was hattest du bis jetzt? Halt, stopp. Okay. Hatte ich auf der App. Meine Bande. Irgendwas mit Lachen. Ja. Was sagt der noch? Schießen. Mal gucken, was er gleich, wenn er kalibriert ist, was da steht. Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden. Ja, das siehst du dann aber erst. Ja, die nachfolgenden Meldungen, die du jetzt gehört hast. Die kommen nicht? Nein, die kommen nicht. Die Zeichnung endet drauf. Ich bin über das Kalibrieren bis jetzt noch nicht rausgekommen. Ja, ich habe nicht. Ja, wie gesagt, es dauert meistens so eine Viertelstunde, 20 Minuten und dann. Ja. 20. Ja, muss man sich aber aufschreiben, ne? Weil du musst das mal auf Aufnahme mitdrücken. Genau, dann zeichnet er das mit auf. Der zeichnet dann auch diese Files auf, die dann schriftlich kommen. Okay. Beziehungsweise haben wir das dann ja auch entweder auf dem Diktiergerät hier oder auf der Kamera. Was sagt ihr jetzt? Ist das verstanden? Nee. So, wir stellen uns mal kurz vor. Mein Name ist Gordon. An der Kamera ist Jenny. Dann haben wir den Jörg, der unser Führer ist quasi heute Abend. Und ein Local Guide. Genau. Und Birte aus unserem Team macht Fotos und wir versuchen hier ja, eventuell Kontakt aufzunehmen mit Entitäten. Regnet. Regnet, hast du gesagt. Und falls an diesem historischen Denkmal eine Entität sich aufhalten sollte, verschiedene Möglichkeiten stehen zur Verfügung. Wir haben hier Kameras. Ein REM-Pod ist dabei, wenn man die Antenne berührt. Ja, den habe ich vorhin schon mal aufgenommen. Dann wird quasi ein Signal angezeigt. Jörg hat das einmal gezeigt. Genau, so schlägt das dann aus. Keine Ziele? Ja. Wir sind keine Ziele. Keine Angst. Ja. Das habe ich schon ein paar Mal gehört. Okay. Ja, aber für die Städte hier kommt ziemlich viele Militär als Brücke und so, ne? Stimmt, also das stimmt. Das stimmt schon, ja. Als ich vor der Brandkasse stand, da sagte er, die ist verflucht. Stimmt, das stimmt. Ja. Soll ich euch beiden mal draufhalten? Ja. Achso, du wolltest voll weg vom Fotografen. Soll ich das in die Gitarre machen? Ja, das hat sich bis jetzt nicht gesagt. Ja, das kann ja was sagen. Ja, meistens kam auf der Autobahn. Aber ja. So Hochspannungsleitungen. Wolltest du vielleicht gleich auch mal das H1 haben, Birte? Okay, das habe ich nämlich noch im Rucksack. Ja, wenn sich jemand in der Zwischenwelt hier befindet, oder eine Entität sich hier befindet, berühre einfach mal das Gerät. Oh, hier. Leider Scheide. Scheidung? Er hat Scheide gesagt.
Hat er Scheibe gesagt? Scheibung. Buchstabensalat. Ja, der kommt auch da so raus. Also die buchstabieren teilweise auch, wenn man so was ist. Party? Oder ist da eine Sportveranstaltung? Nee, wir sind hier ja in so einem kleinen Waldstück und rund um uns herum sind die Häuser. Ja. Das ist ein Wohngebiet. Ja, okay. So, ich stopp mal die Aufnahme. Also ein Ort habe ich drauf, cool. Der ist auf jeden Fall schon mal drauf. Ach, wir vor, was hat, wir noch eine Zigarette drauf. Was hat der dann bevor? Die nehme ich. Also, ja. Ich kann mit einer Hand schlecht drehen, aber ich kriege sie wieder. Nee, warte. Ja. Wir wollten auf PU nicht mehr. Machen wir ja auch nicht. Ist auch keine PU, das ist ja nur eine erste Begehung. Es kann aus allem kann ein Video werden, Freunde. Ja, man kann ja was zusammenschneiden. Oh. Also mit Präsenz scheint ja laut. Er sagt hier. Hier? Bist du hier? Wo bist du denn? Geht denn mit Pocken oder ohne? Das ist kein Wind, ich glaube, wir brauchen nicht. Ist nicht ständig, ne? Ne, okay, ja. Ich glaube, wir brauchen Puschel nicht. Also ich bin gerade auf dem Spielplatz davon irgendwo gelandet. Auf dem Spielplatz? Okay. Guck mal, so schön. Was hat er gesagt? Ewige. Ewige. Ehemänner. Ach, Ehemänner. Steht das da schon? Ja. Ab im Wald mit dir. Schon weg. Okay. Kamera ist nicht kaputt gegangen. Ja, wie gesagt, wenn sich hier eine Entität bewegen sollte und uns vielleicht eine Antwort geben möchte, bitte gerne auch auf das Gerät, was ich in meiner Hand halte. Er sagte, glaube ich, mach ich. Und die Kamera ist jetzt unscharf. Völlig unscharf. Okay. Du bist nicht mehr im Fokus. Normal fokussiert die von selbst. Ja. Ne? Ja. Müssen. Was musst du denn? Das, was wir jetzt gerade machen, da kannst du auch immer EVPs einfangen, ne? Ja. Das ist. Nehmen wir auf. Ja. Wir nehmen auch auf. 1, 2, 3-fach nehmen wir gerade auf. Wie wär's denn, wenn du dich einmal dem. Ja, genau, Geheimnis. Wenn du dich einmal dem grünen Licht näherst mit der Antenne, dann können wir auf jeden Fall sehen, ob wir hier nicht ganz alleine sind. Also nicht nur zu viert, sondern vielleicht noch eine
weitere Entität oder ehemalige Person eine Energie. Näher dich gerne dem grünen Licht. Ist hier jemand verbunden mit dieser Gedenkstätte? Ich weiß nicht. Pony. Pony. Naja, vom Ersten Weltkrieg, da hatten die Pferde. Das stimmt. Haben wir einen Reiter hier? Hier, wer wir sind. Menschen. Das stimmt. Kennst du unsere Namen? Weißt du, welches Jahr wir haben? Sterben. Sterben? Ja, das müssen wir alle irgendwann mal. Darf ich die mal wieder geben? Mhm. Birte ist mit Sicherheit wieder mal unterwegs und hat 1000 Fragen. Macht eine EVP-Session da hinten. Die kannst du immer so laufen lassen, ne? Die latscht dann erstmal los und ja, ist immer sehr interessant beim Abhören hinterher, was sie dann manchmal so eingefangen hat. Also sind so Sachen, die manchmal auch nicht ganz plausibel sind. Einiges kann man ja ableiten, ne? Aber ja, man weiß auch nicht, wie die Entitäten das manchmal meinen, ne? Wenn so eine EVP ist. Ja, das stimmt. Ja. So, ich versuche nochmal unser neues EMF-Messgerät. Ich gucke mal eben hier, ob ich da noch die Aufnahme läuft. Ich habe jetzt dieses Sony-Gerät mitgenommen, weil ich gedacht habe, das ist vielleicht mal was anderes. Aber der Nachteil, merke ich gerade, ist, dass das Ding keine Hintergrundbeleuchtung hat. Hm. Okay, Aufnahme läuft. So was. Ist das neue Gerät. Das soll schon, ja, von der Geschichte her, wird das halt auch angepriesen als Ghost Hunting Gerät. Wir wollen es einfach nur mal testen. Wenn Strom fließt, zeigt es was an, das haben wir getestet auf dem Weg hierher. Auf der Autobahn ist es mal ausgeschlagen, weil es ist versehentlich angegangen und immer wenn wir unter Stromleitungen, Hochspannungsleitungen gefahren sind, ist es ausgeschlagen. So. Irgendjemand hier, der sich mit uns unterhalten möchte. Näher dich diesem Gerät. Ich laufe jetzt mal zu Birte.
Na, was denkst du? Hast du schon was eingefangen? Also ein Orb auf jeden Fall. Jetzt bin ich nämlich mal gerade am gucken. Ich habe mal zwei hintereinander geschossen. Das war jetzt das... Das war das erste. Guck mal, da ist schon wieder was. Und das ist das... Oh Mann, das ist das nächste, was ich gleich danach gemacht habe. Mhm. Und das gleiche hatte ich gerade... schon mal. Und hinten kommt ein Radfahrer. Ja. Was ist das da vorne denn? Ist das so ein Vogelhaus. Ah, okay. Da. Das war das erste Bild, was ich geschossen habe. Fokussieren. Und hier gleich das zweite und da war nichts mehr zu sehen. Okay. Ich habe jetzt auch mal gerade, also ich bin hier jetzt wirklich die ganze Zeit rumgelaufen. Ich habe mit denen gesprochen. Ich habe es jetzt aber mal gerade wieder ausgemacht, weil das Fotografieren doch immer so laut ist. Ja. Aber ich bin eigentlich jetzt gerade scharf auf den jüdischen Friedhof. Ja, ich auch. Sagen. Aber der ist hier jetzt in diesem Wäldchen, oder? Nee, dafür fahren wir wieder. Okay. Schutzwände. Schutzwände. Und meine Batterie ist alle frisch geladen, alle aufgestellt. Dann ist ja der Akku nicht so toll. Entscheid mich. Aber ich werde mir einen neuen holen. Das ist ja heute auch nur zum Testen. Ja, natürlich. Ja. Aber der Akku war voll, als ich festgegangen bin. Und weil ich vielleicht. Also das ist eigentlich voll schön hier, ne? Ja. Oh, da aber. Hast du was? Mhm. Musst du noch was sagen? Das ist schön von dir zu hören. Mhm. Wie viel geht hier? Das ist da hinten. Ja, von mir. Na, mehr geht mal. Ich bin auch ein Soldat. Ich bin auch dabei. So, zusammen. Ja. Und dann ist da, wenn eine Entität in der Nähe ist, und hier diese
Ja, ja. Okay. Habt ihr was eingefangen? Yep. Ja. Also ein paar Orbs haben wir wirklich auf der Kamera schon. Das ist gut. Was sollen wir vergessen? Bitte vergessen. Was sollen wir vergessen? Was sollen wir denn vergessen? Die Frage. Jede Tasche. Jede Woche. Willst du jede Woche vergessen? Oder wirst du jede Woche vergessen? Geld? Geld. 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 Okay. Ich glaube, wenn wir die Zustände, die wir haben, das Also da, wo ich gerade war, war es wirklich sehr, sehr ruhig. Da war es ruhig? Ja, also hast ich habe... Hast du auch eine EVP-Session gemacht da? Nee. Hast du eine Frage? So, ich dachte, du nein, ich habe hab hier, mit ihm hier gesprochen. Ja, aber also hast du eine EVP-Session gemacht und ich nein? Ja. Ja, also da vorne war es wirklich, ich habe jetzt aber auch nur so ungefähr 3 Minuten laufen lassen. Ja, okay. Und danach habe ich, weil ich dann wieder angefangen habe, habe ich gleich wieder ausgemacht, ja, ja. Weil sonst hast du diese ganzen Nebengeräusche. Hast du denn auch Fragen gestellt? Ja, ja, natürlich, klar. Mama? Namen? Mama wahrscheinlich. Mama? Ja. Hat deine Mama dich gehalten? Rennende. Ich halte mal in der Hand, dann ja, ist besser. Besser. Hat sie gebrannt? Nochmal, dass ich noch mal ein paar Bilder schon mache. Ja, das ist eine schöne freie Fläche. Da kannst du mal rund um dich zuschießen, wenn du ein bisschen reingehst. Ich gehe mal mit und filme. Den Vogel mit der Kamera. Oh Gott, das ist das Tisch gar nicht mehr. Ja. Kannst du auch nicht schlafen, denn ich kann auch nicht schlafen. Kannst du auch nicht schlafen, denn ich kann auch nicht schlafen. Sitzen doch schon in ihrem Nest. Oder die warten auf Mama und Papa, dass sie was zu essen kriegen.
Hier ist so eine Senke. Oh nein. Hi. Hi. Na, was gibt es für Erkenntnisse bislang? Noch nicht so wirklich viele. Hattest du meine Taschenlampe? Ich habe die kleine. Kannst du auch nicht schlafen? Ey, kannst du auch nicht schlafen? Wer kann nicht schlafen? Die Vögel nicht. Ach so. Weil die sich gegenseitig immer fragen, ob die auch nicht schlafen können. Ach so. Ich hatte doch eine Taschenlampe eingepackt, meine schwarze. Ich weiß gar nicht, wo die geblieben ist. Oder habe ich die da? Den habe ich in den Rucksack getan. Ah, okay. Und Birte, wie ist so dein Gefühl heute hier? Also ich finde es ganz interessant, dass wir doch schon, dass ich auf der Kamera so doch ein, zwei Orts schon hatte. Okay. Aber ich muss auch sagen, mich interessiert auch der Friedhof sehr, wo wir gleich eventuell noch hingehen. Genau. Da bin ich sehr gespannt drauf, muss ich wirklich sagen. Ja, wir werden sehen. Also hier ist ziemlich laut mit den Vögeln. Ah, ich habe die Taschenlampe gefunden. Ich habe die hier in meinem Bauchsack. Oder wie das heißt. Okay. Mysteriös. So, jetzt ist das Licht auch ein bisschen besser. Was denn? Er redet nicht mit mir. Ich stelle gerade eine Frage und sie antwortet drauf. Wer hat geantwortet? Ich. Ach so. Jenny. Und er hat gesagt, er redet nicht mit mir. Da bin ich wenigstens klar zu verstehen. Ach so. Oh, danke. Das war cool. Danke, ich bin blind. Du darfst nie sagen, dass die Kamera blendet. Nee, eben, das stimmt. Und da sage ich immer, das schneiden wir raus. Was wir schon alles rausschneiden wollten. Bert? Boot. Boot? Boot. Eilboot? Er sagte Präsenz und Boot. Oder Butt, vielleicht Englisch. Nee, Boot. B-O-O-T. Ach, Boot. Boot. Ich habe jetzt das gleiche Phänomen, dass er gerade nicht scharf schaltet hier. Ja. An der gleichen Stelle. Ja. Ich weiß nicht, was das soll, aber... Was ist mit dieser Welt? Ah, jetzt hat er wieder Fokus. Ja. Ja, die sogenannte Ovilos-App. Die schwarze habe ich gar nicht. Nee, ich habe die auch gefunden, habe ich doch gerade gesagt. Ich hatte die doch im Bauchbeutel hier. Die ich immer nehme, diese LED-Lenser-Lampe. Ja, ich habe hier noch die silberne. Genau, und die andere, die hatte ich dir gegeben, ne? Die habe ich bei mir. Alles klar. Du hast doch die Kamera. Soll ich die andere jetzt auch Birte, du hast deine. Was? Ich habe meine in der Tasche. Okay. Ja, ich freue mich. Okay. Wie können wir dich denn befreien? Bist du auf Standby? Mhm. Das ist von alleine auf Standby gegangen. Ja, weil die ist ganz aus jetzt, oder was? Entschließ mich. Wie sollen wir dich leben? Wovor musst du befreit werden? Messer? Wurdest du erstochen? Religion? Ja. Okay. Was für eine Religion? Ja, und zwar in meinem Rucksack, in dem hinteren Fach, wenn du oben das Hauptfach rein fest, hinten sind zwei Stück drin.
Also es ist keine Präsenz mehr anwesend. Ganz wieder. Aber nur eine ganz leichte. Ist gefunden. Hallo? Hast du gefunden? Okay. In der Kamera duell. Jeder für jeden. Ich hab gerade keine mehr. Zusammenfassung. Zusammenfassung. Was meinst du denn mit Zusammenfassung? Vor allen Dingen erst Grab und dann Zusammenfassung. Jetzt fokussiert er wieder nicht. Du weißt, wenn man nicht fokussiert, kann das sein, ne? Dass da was, ja, ich finde das interessant, weil das dieser Bereich nur ist. Ja. Ich war gerade eben ja auch in diesem Waldstück drin. Da hat er nicht einmal Probleme gehabt. Da hat er wurden die ganze Zeit frei. Als ich hier stand und dich gefilmt habe, wie du vor der Kamera stehst, hat er auch nicht fokussiert. Bedauert. Keine Präsenz mehr da. Wieder raus? Okay. Und hier sind auch die Batterien gleich von der Taschenlampe leer, ne? Das wird den Koffer mit, ne? Siehst du das, wie hell das ist? Oh ja. Achso, ich kann dir noch mal eben was zu heute Abend sagen. Ja, bitte. Wir sind heute als Team in abgespeckter Version unterwegs. Sogar unser Otto fehlt. Liebe Grüße an René. Wir sind heute nur zu dritt mit unserem Gastermittler Jörg, also quasi zu viert, aber von unserem Team halt nur zu dritt, und zwar Birte, Gordi und ich, Jenny. Ja, sehr schön. Jenny. Wegen wem habe ich eigentlich hier die Taschenlampe geklaut? Ich glaube, das ist meine, ne? Nein, Gordi. Aber ich bin auch ein einnehmendes Wesen. Ich weiß, wenn ihr was sucht, das hat meistens Jenny. Du bist hier in Böhmerstede. Ghost Tube habe ich an. Ah, okay. Ich habe gerade nämlich was gehört und habe gedacht, wer wo war bin das ich? Jetzt? Wo bin ich? Wo bin ich? Ja, genau. Die Ghost Tube App, die habe ich auch mal kurz zu Hause getestet und ja, die fand ich eigentlich gar nicht schlecht, muss ich sagen. Die sagt mir jetzt gar nicht. Ja, weil da rauscht es auch nicht, ne? Die wirft einfach Wörter raus. Ja, und du kannst auch filmen. Ja, genau. Schatz, das ist das Ding, was auch so ein bisschen wie die Kinect ist. Das kannst du auch einstellen und dann diese Manneken damit projizieren. Ja, kannst du mit. Ah, alles klar. Wenn da jetzt eine Hilfe. Du brauchst Hilfe? Die Werwölfe von Böhmerstede. Ja. So, die Vögel, die haben sich jetzt auch teilweise wieder eingekriegt. Das eine ist jetzt schlafen gegangen. Ja. Ich antworte einfach nicht mehr, denkt sich der Vogel. Ja. Komm, wir spielen Schweigekönig. Mhm. Das ist wahrscheinlich das Weibchen. Natürlich. Kann die Fresse nicht halten. Eben. Und tschüss. Hast du ausgemacht? Nee, der schaltet sich nach, ich glaube, 60 oder 120 Sekunden Video. Muss man out of time. Sonst muss man eine Vollversion kaufen. Mehr oder ja, wie? Okay. Genau. Und schaltet der sich dann auch die Premium-Abonnement. Mhm. Weil dieses Ghost Tube ist ja nicht nur eine App, sondern das ist ja auch, die machen ja auch Videos darüber. Genau. Das wird da richtig gefeatured. Okay. Ich kriege ab und zu mal eine Nachricht, ja, neues Video auch auf Ghost Tube, genau. Von Amy Script ist ja, da. Ja, genau, habe ich auch gesehen, wo die im Keller sind und so. Ja. Ja, ach, das, was wir uns angeguckt haben. Ja, das war ganz gut. Amy Script finde ich. Wir hatten das auch mit dem Ball gemacht in dem Regal. Bin ich drauf?
Ja, jetzt. Okay. Eine kurze Spiritbox-Session. Ist jemand an diesem Ort, der uns vielleicht mal eine Nachricht geben kann auf meinem Radio hier? Ja? Klar? Wer bist du denn? Ich habe definitiv zu viele Taschen. Das ist zu schnell. Finde ich auch. Also ich mache eigentlich immer 150. So. Aber da kann ich dann immer noch was verstehen. Wald. Ja, dankeschön. Falls man hier ankommen sollte, sind sie keine Zigaretten, ne? Ja. Ist jemand bei uns? Ich mache das Gerät gleich wieder aus. Hat noch jemand eine Information für uns? Wisst ihr, wer wir sind? Wenn wir heute Abend was eingefangen haben, bedanken wir uns bei euch. Vielen Dank für eure Mithilfe. Da ist nicht viel zu hören, ne? Also mal gucken bei der Auswertung. Ja. Wie es da aussieht, aber ich glaube, das war jetzt nicht so viel. Also jedenfalls auf der Spirit Box nicht. Ja, was denkt ihr, wollen wir weiterziehen? Ja, können wir ja eigentlich tun. Was meinst du, Jörg? Jawohl, weiterziehen. Jawohl. Wenn ich aber voll gut so einen Weg machen kann. Ja. So, wir verlassen jetzt wieder diese Location. Die Truppe ist schon mal losgelaufen. Hast du noch eine Nahaufnahme? Mhm.
So, lustiges Phänomen. Ich habe die ganze Zeit die Spirit Box in meiner Tasche und die ist einfach mal von selbst angegangen. Jetzt habe ich sie wieder ausgeschaltet. Vielleicht gibt es hier ja noch eine EVP.